So, wer sich jetzt fragt, wie weit muss ich denn mit den Abnahmen machen? Das Ganze einfach erklärt. Ihr nehmt nach jeder Abnahme so, klappt ihr das euch zusammen, dass man eben halt das Handgelenk reinstecken kann. Und dann checkt ihr, ob das alles eng genug ist. Nicht, dass es zu eng wird, damit, dass ihr, wenn ihr da nicht mehr reinkommt. Ne? Ihr müsst noch ein bisschen Luft haben. Man sagt so, da müssen jetzt, ja, das habe ich natürlich falsch in der Hand, da müssen jetzt, wenn ich jetzt hier so rein, wenn ich hier reinsteige mit dem Handgelenk, ja, dann müssen da noch ungefähr 2 Finger, ja, dazwischen, Handgelenk und Wolle passen. Ihr könnt auch 3 Finger dazwischen rein machen. So halt, ne? Oder so die Finger zusammennehmen und dann, ne? Also macht es nicht zu eng. So, und da ich jetzt die Abnahmen machen muss, zeige ich sie euch natürlich nochmal. Ich habe jetzt meine 27. Reihe gehäkelt. Ohne Luftmasche wende ich. Mache jetzt hier meine Kettmasche. Mache dann meine 3 Luftmaschen und häkel jetzt ganz normal weiter. Also, wenn ihr den Arm, Dreiviertelarm haben wollt, dann müsst ihr schauen, dass ihr natürlich vorher aufhören müsst. Dann müsst ihr das ganze Ding hier mal so zusammennehmen und quasi mal so da reinschlüpfen und dann, ups, und dann gucken, ja, wenn ihr hier oben seid, muss ich da überhaupt noch abnehmen oder nicht? Je weiter ihr nach unten kommt, ne, müsst ihr schauen, wie viel ihr da noch abnehmen wollt, was ist für euch weit genug, was ist für euch, ja, eng am Handgelenk, was ist für euch passend. Jo, so, ansonsten macht ihr in jeder zweiten Reihe mit den Abnahmen weiter. Ich wollte euch jetzt hier halt eben jetzt das nochmal zeigen, weil ich mir das eben bewusst geworden ist, dass ich gar nicht gesagt habe, ja, bis wann soll man das, den Ärmel denn häkeln, ne? Ich häkel meinen Ärmel runter bis zum Handgelenk und schlüpfe da immer mal wieder, wie ich es euch gerade gezeigt habe, in den Ärmel rein. Und sehe somit, ist passend für mich oder nicht. Nicht zu locker, nicht zu eng. Ne? Alles gut. Ja. Das kann man aber, das, ich bin da mit meinem anderen Ärmel, war ich da ungefähr bei 46, 47 Zentimeter. Wo ich immer mal angepasst habe und geguckt habe. Also die restlichen 5 cm hat man ja schon an der Schulter gehäkelt. Da braucht man, die muss man einfach abziehen, weil 50 cm langen Arm hat, glaube ich, jeder Mensch. Es sei denn, er ist sehr kleinwüchsig. Dann hat natürlich auch die Länge des Armes weniger Zentimeter. Klar. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle irgendwo so 50 cm Länge Arm. So, ich häkel mich jetzt hier mal rüber und zeige euch dann gleich hier die Abnahme Rückreihe. Bis gleich. So, ihr seht es ja. Hier ist mein Ersatzstäbchen. Und hier ist die letzte Einstichstelle meines Ersatzstäbchens. Lasse ich also aus. Ich häkle aber jetzt meine 3 Luftmaschen, befinde mich auf der Hinreihe und häkle
hier in diese Masche. Ihr müsst schauen, ob es dann gerade bleibt oder ob es so, ne, also nicht so, sondern sich so neigt. Darf es nicht, es muss so bleiben, also gerade. Ich versuche das mal. Mal gucken. Bleibt gerade. Ich darf also hier in diese Einstichstelle einstechen. So, und dann häkle ich jetzt ganz normal die Reihe. Steche dann natürlich hier ist das letzte Stäbchen. Da hatten wir ja eben eins ausgelassen. Hier letztes Stäbchen. 1, 2, dritte Luftmasche von unten. Hier in diese dritte Luftmasche euer letztes Stäbchen häkeln. Keine Luftmasche machen, wenden und eure Abnahme wieder häkeln. Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Naht komplett dem Ärmel entlang und Körper entlang häkeln, miteinander verbinden, schließen. Und dann kommt noch das Bindeband an die Reihe. Bis dann!